Wir sind hier in der Nordwindkluft. Wir haben gestern Corki befreit. Wir müssen jetzt noch 9 Magier der Felsfäuste killen und 6 Krieger. Machen wir. Alter, der haut ja zum Schluss noch mal einen Feuerschlag raus. Ich ausrasten. So, hier müssen wir aufpassen. Okay, sehr schön. Ist die Frage, was ist, wenn wir die beiden jetzt angreifen, was ist besser? Ich glaube, erst den Magier killen. Das ist ja schon wieder der Menschpriester. Ich glaube, erst den Magier killen, aber das hat sich jetzt erledigt. Der schickt den Magier durch die Gegend und killt den anderen zuerst. Ja, ist nicht unbedingt die schlauste Wahl. Jetzt habe ich zu lange da drüben geguckt und wäre hier fast verreckt. So, dann einmal das hier. Ey. Du bist ein Arsch. Pisskopf. Was ein blöder Pisser. Klaut er mir einfach meinen Mobs? Müssen wir halt wieder hier reingehen. Mir auch egal. So, da ist noch ein Magier. Wir brauchen ja nicht mehr viel. 5 Krieger, 4 Magier. Okay. Ich mach mich unsichtbar. So, da ist ein Magier. Schön nach hinten gucken, weil ich glaube, der Magier, der eben hier stand, läuft die ganze Zeit Patrouille. Komm mal her. Schon keine Lust auf die Tier-Kill-Quests. Gibt zwar wieder gut Leder, was ich im Auktionshaus verkaufen kann, aber oh, da kommt der Magier. Ja, wir warten jetzt erstmal, bis der da ist. Ja, aber 60, ne Quatsch. 90 Tiere schon wieder. Muss doch nicht unbedingt sein. Ich sag mal, es wurde ja mit
Mit dem Erscheinen von Burning Crusade. Mit dem Erscheinen von Cataclysm, glaube ich, wurde die Anzahl auf 15 verringert. 15 ist eigentlich eine gute Zahl. Von den Tierkill-Quests jetzt. Oder mit Panda, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es wurde runtergesetzt von 30 auf 15. Das finde ich fair. Aber 30. Leute. Okay. Da ist ein Magier, den hole ich mir jetzt nicht. Wow. Wo kam der denn jetzt her? Alter Schwede. So, Magier brauchen wir keinen mehr. Wir brauchen nach dem noch zwei Krieger. Dann sind wir hier fertig. Gott sei Dank. Na komm. Stirb. Okay. Steht hier jetzt einer? Nö. Dann raus hier. Ah, da ist ein Krieger. Der gehört jetzt gleich uns. Da ist auch ein Krieger, dann sind wir fertig. Sehr schön. Ach komm, fall doch einfach um, Mann. So, du komm. Ja, ich guck so ein bisschen links und rechts nach Patrouille. Und fertig mit der Quest. Gott sei Dank. Schleichen. Du darfst ausnahmsweise weiterleben. Gut. Ich glaube, der sammelt Erze. Wo kommen wir jetzt raus? Hier drüben, glaube ich. So, da ist ein... Ja, wir müssen auch die Ding noch kennen hier. Gequälten Erdgeister. Okay, wir mounten einmal auf. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Bohnen. Also hier brauchen wir noch 10 Bohnen. Okay, hier sind wir. Da vorne ist irgendwas Kräutermäßiges. Ja, komm. Ja, wir werden jetzt nicht mehr überall hinreiten für Kräuter, weil warum? Ja, wir in zwei Leveln, also ein Level und 12%, können wir dann eh fliegen und dann, ja, fliegen wir einfach hier die Gegend ab, gucken, wo wir Kräuter finden, einmal runter,
Kräuter nehmen, fertig. Gut, da wir eh hier drüben sind, also wir reiten jetzt in die Zangermarschen. Wir haben noch diese eine Quest hier. Bringt mir das Gebüsch. Das ist sehr praktisch, da wir eh hier unten in den Zangermarschen dafür hin müssen. Also nach Sporika, um genau zu sein. Also da drüben ist das Pilz geflasht. Hier drüben ist Behüterin Leser O. Und wir müssen einmal da geradeaus. Da nach Sporika. Und die Taschen. Ja, Taschen. Wir können noch ein bisschen was verkaufen. Schwere Rüstung brauchen wir nicht. Das kann weg. Das, das. Und das habe ich eh schon alles sortiert. Da drüben. Glück habe, Glück habe, Glück habe. So, da können wir die Quest abgeben. Hallo. Bitteschön. Alter, 22.000 Erfahrungspunkte. 22.000. Warum? Ach, da, ja, weil es eine Inni-Quest war, genau. Ja, aber 22.000 finde ich da schon extrem. Ich glaube, für die andere Quest, wo wir hier diesen tiefen Spornfarn bekommen haben, wo ist er denn? Ach nee, das ist ja, wir haben das ja in der Bank gelassen. Weil wir den für unterwegs nicht brauchen, weil wir können eh nur alle 12 Stunden diese Dinger hier herstellen. Ich glaube, für die Quest haben wir gerade mal 15.000 Erfahrungspunkte oder so gekriegt. Ja, ich beschwere mich nicht. Also ich finde es gut, 22.000 Erfahrungspunkte, Bombe. Das sind... Ja, 3%, 4% vom Level. Gut, wie machen wir es jetzt? Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal an. Wir brauchen hier diese großen Windrocks. Hier ist natürlich mit am besten, um die großen Windrocks zu killen. Also hier sind überall diese... gealterten Grollhufleichen und noch Skelette liegen hier rum. Da sind diese Windrocks natürlich sehr gut vertreten. Da können wir ohne Problem. Gefräßiger Windrock. Gefräßiger Windrock. Hä? Wo ist denn gefräßiger Windrock? Ihr findet sie im Herzen von Nackrand im Süden und im Südwesten. Aber Grollhufbullen brauchen wir. Also. Wo findet. Moment. Im Herzen von Nackrand im Süden und im Südwesten. Ich bin jetzt etwas verwirrt.
Aber wenigstens brauchen wir die hier. Stück. Brauchen wir. Alter. Ja, dann würde ich sagen, die zwei machen wir noch. Dann werde ich mal kurz hier vom Computer aufstehen, weil mein Knie langsam ein bisschen anfängt zu pulsieren. Und morgen werden wir dann nur Grollhufbullen killen. Die die Talbuk-Dornzehrer brauchen wir auch noch. Ja, vielleicht verbinden wir das auch miteinander. Aber bei den gefräßigen Windrocks, da muss ich erstmal gucken. Ich glaube, die waren hier in dem Bereich. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay. So, wir heilen uns einmal kurz. Dann mach ich mich unsichtbar, stell mich hier drunter und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder.